Tja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und es ist ein Retro-Projekt, wie man unweigerlich sehen kann. Es ist nämlich The Legend of Zelda, A Link to the Past. Was ist denn jetzt? Vor langer Zeit, so erzählen die Legenden von Hyrule, gab es einst die goldene Macht. Das habe ich mir noch nie durchgelesen. Sie soll allmächtig und in einem verborgenen Land sein, dessen Eingang in Hyrule ist. Was? Viele drangen verzweifelt und erbittert in dieses Land ein, doch sie kehrten nie zurück. Oh, das klingt gar nicht gut. Jedoch eines Tages begann das Böse aus dem geheimnisvollen Land herauszuströmen. Was? Klingt ja böse. Aha! Der König von Hyrule befahl den sieben Weisen, das Tor zu diesem Land zu versiegeln. Aha. Das Siegel sollte bis in alle Ewigkeiten ungebrochen bleiben, um das Böse zu verbannen. Aha. Aber mit der Zeit verblasste die Erinnerung und sie wurde zur Legende. Aha. Legenden. Von Zelda. Ui! Oberwelt! Duff. Voll ins Tor rein. Ach, da sehen wir schon mal ein bisschen, was auf uns zukommt, ne? Guck mal, da sitzt er sogar. Eines Tages tauchte in Hyrule der geheimnisvolle Zauberer Aghanim auf. Aghanim. Boah. Er plante, das Siegel zu brechen und verzauberte den guten König von Hyrule. Was? Mit Hilfe seiner dunklen Magie wollte er die sieben Mädchen entführen, die alle direkte Nachfahren der sieben Weisen waren. Eine nach der anderen. Oh mein Gott, Magie! Bums! Prinzessin Zelda, eine der sieben Nachfahren, wird die nächste sein. Das klingt gar nicht gut. Schön, so eine Vorgeschichte, ne? Ja, und dann startet das Ganze von vorne. Gut, dann... Huch, das ging jetzt sehr schnell, aber gut, dann nehme ich mal... gebe ich mal meinen Namen ein. Ach ja. Das ist übrigens ein Semi-Blind-Projekt, wenn man es so will. Ja, weil, A Link to the Past habe ich noch nie durchgespielt. Wirklich noch nie. Wir spielen das Ganze übrigens auf der Wii U. Ich hier mit meinem schönen Wii U Pro-Controller. Ja, ich nehme das Ganze auch in 1080p auf, aber ich glaube, ich werde es in 720p hochladen, weil 1080p, das lohnt sich einfach nicht. Ist ja ein Retro-Spiel, ne? So, dann würde ich sagen, geht's los. Schwarz! Hilfe! Bitte hilf mir! Ich bin es, Zelda! Oh. Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Aghanim hat die Burg voll unter seiner Kontrolle gebracht. Und er versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen sechs vermissten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich! Hier raus! Hilfe! Lukas, ich gehe kurz fort. Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus, verstanden? Also übrigens unser Onkel. Ich glaube, unser Onkel, ja. Wupp, weg ist er. Ich will aber nicht im Haus bleiben. So, jetzt laufen wir erstmal rum. Sind die Bildeinstellungen überhaupt in Ordnung? Muss ich mal ganz kurz überprüfen. Überprüft. Alles funktioniert wunderbar. Okay. Sauber. Ja, das Let's Play hier, das startet ja direkt nach Twilight Princess, beziehungsweise, also ich habe Twilight Princess gestern aufgenommen und heute nehme ich dann halt den ersten Part hiervon aus auf, da das Ganze semi-blind ist. Du hast die Lampe, jetzt kannst du Fackeln anzünden. Drücke Y. Muss mal gucken, ist das hier auch Y? Deine magischen Kräfte reichen nicht aus, um diesen Gegenstand zu benutzen. Verdammt. Okay, ja, wie gesagt, da das semi-blind ist, nehme ich das Ganze jetzt hier so ein bisschen im Voraus auf, damit mich auch keiner spoilern kann. Ja, ich habe mir auch nie ein Let's Play dazu angeguckt. Und, wie gesagt, an sich bin ich vollkommen doof in diesem Spiel, weil ich habe es eigentlich immer nur bis zu Zeldas Rettung gespielt. Und dann,
war es das eigentlich auch. Mehr habe ich nie gemacht irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso. Hatte dann irgendwie keine Lust mehr. Oh, wir haben Rubin. Yay, wir sind reich. Ach ja. Gut, ich denke mal, ihr werdet alle wissen, was wir jetzt zu tun haben, weil die meisten werden das Spiel kennen, außer ich. Ich bin doof. Ich kenne das Spiel halt nicht. Wir müssen nämlich zum Schloss Hyrule. Da ist ein Schild. Belohnung 100 Rubine für den, der den Nachkommen der Weisen findet. Der König. Oh mein Gott. Das war bestimmt Arganin. Arganin ist ein bescheuerter Name. Haha, du kannst doch hier nicht einfach so in die Burg hineinmarschieren. Kinder sollten um diese Zeit längst im Bett liegen. Verdammt. Hilf mir, ich bin im Verlies der Burg. Ich kenne einen Geheimgang. Du musst die Burgmauer entlang, um den geheimen Zugang zum Innenhof zu finden. Nee, wirklich. Ja, das ist eigentlich... Huch, falscher Knopf. Das war jetzt doof. Kann man nicht irgendwie auch rollen? Keine Rollen! Verdammte Scheiße. Ja, da sollen wir hin. Gut, jetzt weiß ich, wie ich das Kartenmenü aufrufe. Gut, da ist nicht Hebras Hügel, sondern das müsste... Es ist ein Turm. So, reicht. Da sind verlorene Wälder. Ja, die Karte kenne ich übrigens von, A Link Between Worlds. Ja, das ist nämlich eigentlich, wenn man es so will, fast genau dieselbe Karte. Es ist sogar, glaube ich, genau dieselbe Karte. Egal. Gut, da wollen wir aber nicht hin. Wie komme ich denn jetzt zurück? Mäh. Okay. Hab's hingekriegt. Gut, dass wir keine Rolle machen können, das finde ich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig, aber was soll's. Gut, der geheime Eingang ist hier, das weiß ich. Und wie gesagt, das wird richtig witzig, wenn wir dann in die Dungeons und so reingehen, weil, wie gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer. Was? Unser Onkel? Nein! Ach, Lukas, ich wollte dich nicht mit in diese Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist im Haus geblieben? Standard, ne? Hier, nimm mein Schwert und das Schild und hör mir genau zu. Unser Volk allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit den besonderen Kräften. Halte den B-Knopf gedrückt, um die Kraft zu sammeln und lass dann los, um zuzuschlagen. Bitte, Lukas, hilf mir. Mein Ende ist gekommen. Rette die Prinzessin. Sie hat nur noch dich. Mein Ende naht. Die Prinzessin, du bist ihr... Hauptsache, sie erstmal das Schwert hochhalten. Hallo, unser Onkel ist ja gerade gestorben. Nein! Nein! Wie kann das nur so schlimm sein? Ah, guck mal, Link heult schon. Ah. Na gut, weiter geht's. Ja, auch ein bisschen brutal, ne? Übrigens ist Links Onkel, soweit ich weiß, der einzige Charakter, der wirklich stirbt in dem Spiel. Boah. Ignorier mich. Ignorier mich, dann tue ich das auch. Na gut. Übrigens finde ich, muss ich jetzt wirklich mal zugeben, wenn die Herzen hinterlassen, ne? Sieht das im Flug aus wie so ein echtes menschliches Herz. Irgendwie so voll eklig und dann taucht es unten auf und dann alles gut. Okay. Klassiker, wir können mit dem Schwert keine Vasen mehr zerstören. Oder können es nicht. Wir sind ja nicht so gut, ne? So, Y. Oh, guck mal, wie hell das hier auf einmal ist. Oh, sieht man schon viel mehr, ne? Ach ja, wie gesagt, diesen Teil hier, den habe ich schon so häufig gespielt, aber irgendwie bin ich dann doch nie dazu gekommen, das Spiel wirklich mal durchzuspielen. Deswegen habe ich gesagt, gut, dann machst du es als Let's Play. Da freuen sich die Leute. Ich freue mich auch, weil ich das Spiel endlich mal durchspiele, auch wenn ihr euch wahrscheinlich dumm und dusselig ärgern werdet. Ihr werdet euch wahrscheinlich so viele Facepalms verpassen, wegen meiner Dusseligkeit. Aber auch darauf freue ich mich. ein bisschen sadistisch bin ich, gebe ich zu. Oh nein, au. Der Wichser hat mich getroffen. Kann ich irgendwie das Schild auch einsetzen, oder? Na, Karte, das wissen wir ja. Oh, hiermit kann man hochheben. Warte mal ganz kurz. Das haue ich irgendjemand vom Kopf. Ist hier noch irgendwer? Na gut, dann nicht. Dann gehen wir halt ins Schloss. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Verstehe ich nicht. Warte mal. Oh, das tat ihm weh. Habt ihr das gesehen? So. Wow, das zieht wie ein normaler Schlag. So. Gehen wir mal ins Schloss. Ach, die klassische Musik. Ich liebe sie. Ich kenne... Also wie gesagt, den Link to the Past, den kenne ich eigentlich hauptsächlich nur von Forsworth Adventures. Da ist nämlich genau dasselbe und ich meine auch, da ist das Schloss fast gleich. Aber was soll's. Gut, wir sollten uns, wenn es geht, nicht so häufig treffen lassen. Irgendwie bin ich mit der Steuerung noch nicht ganz so zurecht. Komme ich mit der Steuerung noch nicht ganz so zurecht, wie ich sollte. Aber was soll's. So. Nee, Verlies sollen wir. Wie kommen wir ins Verlies? Wie kommen wir ins Verlies? Ja, und damit sind wir wieder bei der Sache von wegen, ja, diesen Teil hier kenne ich fast in- und auswendig, weil ich habe es ja schon so häufig gespielt. Wo, da. Schön, dass ich so viel sehen konnte, danke. Ja, wenigstens hinterlässt ein Herz. Ah, da kommt ja noch mehr.
Ging's denn hier runter? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh oh. So viele Ritter hier. Viel zu viele. Das nervt. Gut, man muss eigentlich nur abwarten und Tee trinken. Ah, da geht's runter. Seht ihr mal, ich hab den Weg gefunden. Ich bin so toll. Yay! Oh, das ist schon, also irgendwie so ein bisschen nostalgisch werde ich gerade hier, wegen der Musik auch und allem. Und das ist alles so Pixel-Power. Voll geil. Oh nein! Nein, der kann ja mehr! Der hält mehr aus, der hält 3 Schläge aus. Yay! Schlüssel. Du hast die Karte, drücke. Bla bla bla. Okay, versuchen wir es mal. Oh Gott, dieses alte Kartensystem. Da komme ich ja so gut mit zurecht. Gut, da ist ein Raum, da ist ein Raum, da sind wir gerade. Aha. Ja, 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 okay. Achso, ja. Gut, machen wir die Tür auf. Der Schlüssel ist wieder futsch. Oben wird übrigens auch angezeigt, wie viele Pfeile, wie viele Bomben, wie viele Rubine wir haben, wie viele Schlüssel wir haben. Das finde ich persönlich, finde das besser als das, was wir bis jetzt hatten. Fall mal da runter. Auch wenn ich mich ehrlich gesagt frage, was soll der Scheiß eigentlich, weil in einem Schloss einen Keller mit endlosem Boden zu haben, das ist doch doof. Das ist doof. Nein! Das ist witzig. Na gut, dahinter lassen sie zwar keine Items, ne? Aber man besiegt sie so schneller. Das habe ich schon häufig genug festgestellt. Genauso wie hier. Bam! Hui! Und weg sind sie. Ja, so kann man sich das Leben einfach machen. Ich sehe schon kommen. Das wird so böse alles. Aber ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf, ne? Ist ja an sich ein schönes Spiel. Auch wenn ich es noch nie durchgespielt habe. Oh! Ich dachte, das wäre eine Mauer oder so. Deswegen war ich gerade verwirrt, wo der hin ist. Aber das war ja gar keine Mauer. So eine Frechheit. Soweit ich weiß, soll es ja auch so ein... Wow, hier kann man sich verstecken. Soweit ich weiß, soll es in diesem Spiel hier auch einen Trick geben, wie man jetzt schon zum Endboss kommen könnte. Von hier aus, glaube ich, sogar fast. Und, nee, von hier aus noch nicht. Da kommen wir noch nicht weiter, da brauchen wir einen Schlüssel. Sondern wenn wir Zelda befreit haben, können wir von da aus direkt zum Bossfight. Total bescheuert, aber es geht mit dem Trick. Aber ich glaube, in der Wii U-Version wird es höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. So, Schlüssel haben wir unten. Boah, der Bumerang. Wähle ihn im Start mit dem Startknopf aus und benutze ihn. Okay, wie ein... Hä? Achso, okay. Das heißt, den kann ich jetzt auf Y legen. Y. Ausrüsten. Irgendwie will es nicht so richtig. Achso, ist ausgerüstet. Man muss also einfach nur das Dings umstellen, damit das funktioniert. Hey, ein Bumerang! Ach, der Bumerang ist ja auch so ein Klassiker in den Zelda-Spielen, ne? Muss man ja mal lassen. Übrigens bin ich auch tatsächlich am Überlegen, ob ich auch Zelda 1 und 2 Let's Player, aber bei Zelda 2, da sehe ich eher schwarz. Bei Zelda 1 eigentlich auch. Es ist mir einfach zu schwer. Zelda 1 habe ich damals auf dem... Nintendo Entertainment System hatte ich ja nicht, aber ich habe ja hier diese, Collector's Edition von Zelda Wind Waker. Von Zelda Wind Waker, diese... Na. Collector's Edition halt, einfach nur Zelda Collector's Edition. Wo halt, eine Wind Waker Demo drauf ist und Majora's Mask und, Dingenskirchen. Dingenskirchen? Ocarina of Time und halt Zelda 1 und 2. Das habe ich halt, für GameCube habe ich das. Und, die Version werden wir auch übrigens spielen, wenn ich Zelda Wind Waker. Zelda, Ocarina of Time Let's Play, beziehungsweise Majora's Mask. Was wir auch machen werden, ja. Also was ich machen werde, weil, sind Zelda-Klassiker, die muss man einfach kennen. So, erstmal hier diesen... Ich hasse den Typen. Kann man den eigentlich mit einem Bumerang? Bäh! Oh, das fand er gar nicht witzig. Da war er tot. Und der Master-Schlüssel, na supi. Yay, du hast den großen Schlüssel. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Naja, einmal hier. So, erstmal die Truhe. Das ist wichtiger als Zelda. So. Ich danke dir, Lukas. Irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Hör mir gut zu, Lukas. Die Burgwachen stehen alle unter Aghanims magischem Bann. Der Zauberer ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon... Oh, ich habe solche Angst. Verstehst du mich? Doch. Schnell, lass uns hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang, dazu müssen wir in den ersten Stock. Na los, komm schon! Sie sagt, na los, komm schon, und wir müssen natürlich vorrennen. Weil wir den Weg aus kennen. Na gut, wir haben eine Karte, aber... Die Karte ist ja nicht gerade praktisch, ne? Ich meine, die Karte, da sieht man nicht so viel. So, dann gehen wir erstmal zurück. So, ab hier gibt's jetzt, glaube ich, einen Trick. Also man könnte ihn machen.
Ich will mal kurz erläutern, wie das ging. Auch wenn das irgendwie kompliziert war, glaube ich. Man muss nämlich von irgendeiner Stelle muss man da runterspringen und dann im Sprung muss man irgendwie das Spiel pausieren und dann kann man einfach durch die Wand bis zum letzten Endgegner. Ich glaube, hier musste man runterspringen und dann pausieren, abbrechen, neu starten und dann was weiß ich nicht alles. So, das hier ist übrigens nur eine kleine Abkürzung zu dem Eingang, damit wir uns hier nicht nochmal den ganzen Wachen stellen müssen. Bis hierhin kommt man dann nämlich. Hey, und Zelda springt hinterher. Todesmutig nenne ich das. So, gehen wir erstmal hoch. So, den dem vorbei, der hat uns nicht gesehen. Juhu! Ah, erstes Stockwerk. Nee, eigentlich ist das ja jetzt 1S. Normalerweise müsste das ja Erdgeschoss sein, glaube ich. Piss dich! Piss dich! Oh, scheiße, da sind aber viele. Einfach an dem vorbeirennen, ohne dass sie was mitkriegen. Ha! Ja, die sind einfach zu doof. Tschüssikowski. So, in den Thronsaal sollen wir. Also meiner Meinung nach müsste der Thron... Vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Nur Mut! Na, aber dafür müssen wir erstmal durch einen bösen, bösen Tunnel. Ich mag keine bösen, bösen Tunnel. Weil die sind böse und so. Nee. Gut, was war... Oh, oh, schnell durch, bevor die uns merken. Wow! Habt ihr das gesehen? Die können übrigens keine Treppen hochgehen. Die sind zu doof dazu. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster dort drin und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Nun mach schon. Von der linken Seite, links, rechts. Ja, da ist links, glaube ich. Ja, gut. Boah, ich bin gut. Ja, ich habe nämlich so eine leichte Links-Rechts-Schwäche. Ein bisschen doof, gebe ich zu. So, und jetzt weiter geht's. Eventuell sollten wir die Lampe ausrüsten, das wäre nämlich ganz schlau. Ach, die haben wir so oder so. Ach, na dann. Sekunde mal, hier war irgendwo eine Ratte. Ich mag keine Ratten. Zumindest nicht in Zelda-Spielen. In Zelda-Spielen sind Ratten immer böse. So. Ah! Nee, okay, dann nicht. So, Lampe angezündet. Wunderbar. Oh, magische Energie. Und bums, Ratte weggeworfen. Haha. So macht man das und nicht anders. So. Magische Energie sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Die werden wir noch brauchen. Hat uns die Ratte einfach weggeschleudert. Blöde. Ihr wisst schon. So, hier einmal Licht. Ach, das ist ja eh so schön. Wenn ich jetzt hier die Fackel noch anmache, dann ist nämlich... Hallo? Heller. Ah, es wird immer heller hier im Dunkeln. So. Ah nee, das freut mich gerade echt irgendwie so. Das ist richtig so Retro-Feeling. Ich mag Retro. Retro ist toll. Schlangen. Oh, jetzt werden sie böse. Wow. Okay. So, du auch? Und du auch? Gibt's da irgendwas? Well, fast reingerannt. Wie gesagt, mit der Steuerung muss ich mich noch ein bisschen zurechtfinden, aber das wird schon alles, denke ich mal. Oh, wie viel dunkel wird's denn hier noch? Ja, das war späte Reaktion, gebe ich zu. Au. Ihr könnt auch mal irgendwie Herzen hinterlassen, okay. Sollte man nur ansprechen, dann passiert das. Eine Fledermaus. Fledermäuse sind böse, das kennen wir ja aus Wind Waker, ne? Da haben uns Fledermäuse ja das Leben gekostet. Die Arschköppe. Da, schon wieder eine. Wah. Tot. So, und ein Schlüssel. Wunderbar, den werden wir auch brauchen. Ja, mach an, mach an. Oh, wie hell das hier ist. Ich glaub's ja nicht. Nur von diesen zwei Fackeln. Drei. Okay, stimmt, drei. Weil auf der anderen Seite ist gerade wieder ausgegangen. Hat man gesehen, weil das Bild wieder dunkler wurde. So, Lukas, vorwärts. Es ist ja nicht mehr weit. Nur noch durch dieses Gewölbe. Und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Platsch, baden gegangen. Verdammt. Na gut. Das hier ist übrigens relativ einfach, weil die Ratten, die können nicht ins Wasser. Voll gut. Das heißt, wir können hier einfach durchs Wasser planschern, ohne dass die Ratten uns irgendwas anhaben können. Aber ich glaube, hier war es so. Wenn ich die Ratten platt gemacht habe, habe ich da was gekriegt. Ein Rubin, ja toll. Ein Rubin. Oh, es wird schon wieder dunkel. Schnell. Oh, immer diese Dunkelheit. Ja, hier ist wieder... Aber hier kommen jetzt Ratten, glaube ich, auf dem Steg hier. Ganz böse wird das. Ah, bam! Voll vom Kopf geworfen. Bam! Nochmal. Aha. So, wo war jetzt hier eine Fackel? Da ist eine Fackel. Gut, ich will hier nämlich ein bisschen gucken. Hier gibt es nämlich bestimmt viele schöne Sachen zu entdecken. Zum Beispiel Fledermäuse. Ja, genau das wollte ich sagen. Hablala. Nichts anderes. So. Oh, guck mal, eine Fledermaus. Bums! Also tot. Sonst auch was? Nö. Tja, ich gehe mal davon aus, dass man irgendwas Wichtiges entdecken kann und dann nix. Ratten. Ratte, tot. Ratte, Die Ratte hat einen Schlüssel. ETF? Ist dunkel geworden. Verdammt, ich mag's nicht, wenn's dunkel ist. So, hier machen wir auch noch schnell an.
Ratte, stirb. Oh, roter Rubin. 20 Rubine mal eben so. Danke. So. Die habe ich gerade irgendwie mit dem Schwertschaft kaputt gehauen. Aber es hat funktioniert. Ach ja. So, hier müssen wir uns merken. Hier brauchen wir Bomben. Da, sieht man an dieser rissigen Wand. Früher war das einfacher zu entdecken. Wobei, heutzutage ist es eigentlich noch einfacher, weil man weiß ganz genau, da ist ein Stein, da kann ich kaputt machen. Ja. Ne, bestes Beispiel ist ja Twilight Princess, da auch wieder. So, dieses Rätsel. Boah, war das schwer. Man kann sich das übrigens tatsächlich verbauen, ja. Habe ich einmal hingekriegt, weil ich dachte, oh, das kann man sich eh nicht verbauen, ja, Pustekuchen. Im Endeffekt stand ich dann da. Und hatte mir den Weitergang selber versperrt, wenn man so will. Weitergang, doofes Wort. Ja, boah, Ratten. Ja, die bewegen sich zu schnell. Es ist so. Bums. So, hier gibt es doch bestimmt auch noch irgendwas. Nö. 5 Rubine, okay, was soll's. So, jetzt müsste normalerweise der Raum... Genau. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen musst du an einem der Hebel ziehen. Da gibt's nämlich einen kleinen Trick. Passt mal auf. Wenn man nämlich... Hier sagt sie nichts, aber passt mal auf, wenn man hier zieht. Zieh an diesem Hebel, um die Tür zu öffnen. Drücke den A-Knopf und Steuerkreuz nach unten. Ist nämlich ein kleiner Trick. Das war jetzt nämlich der richtige. Ja. So kann man sich ganz einfach merken, wenn man sich das nicht merken kann oder das Spiel halt zum ersten Mal spielt. Einfach dahin gehen, wo Zelda irgendwas sagt, das ist der richtige. Wenn man den falschen zieht, passiert nämlich das. Schlangen! Schlangen-Armada, oh Gott. Nee, bevor die uns jetzt töten. Habe ich keine Lust zu. Oh, diese Musik. Ein Wunder, Prinzessin Zelda, und ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Lukas? Woher kennen die mich alle? Ja, richtig. Lukas half mir, aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Arganim plant. Es ist unfassbar. Er drohte mir mit den Worten, wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der 7 Weisen brechen. Bitte, Lukas, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der 7 Weisen bricht, werden böse, dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an, vernichte Arganim, denn nur du bist dazu in der Lage. Bitte! Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Arganims Taten und seine schwarze Magie. Nur eine Waffe ist imstande, den Kampf gegen die Macht des Zauberers zu bestehen. Das sagenhafte Masterschwert. Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der 7 Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall, Prinzessin Zelda. Verstecke dich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus Sahasralas. Oh Gott, Sahasralas auf deiner Karte. Aber nimm nicht in Acht. Kann man das auch rückwärts aussprechen? Salarsahas. Wird dann noch komplizierter. Sahasralas. Sahasralas. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Jo. Aber er ist eine Truhe. Gib mir die Truhe! Gib mir die... Ey, sag mal, geh da weg. So, dann gehe ich nämlich hier und dann... Ein Herzcontainer. Deine Herzzahl ist gestiegen. Bäh. Tja, so macht man das und nicht anders. So, dann würde ich eigentlich sagen... Kann ich hier... Ich will es mal ganz kurz... So. Heben 1, lesen, sprechen, ziehen. Sprechen? Sprechen? Irgendwie geht's nicht. Was ist denn los? Weiterspielen, speichern und Ende. Ah! Also, komm, speichert das auch so? Ich verstehe es nicht. Na gut, im absoluten Notfall machen wir das hier. Tada! So, jetzt kann ich nämlich hier ganz einfach einen Speicherpunkt erstellen. Speicherpunkt für den derzeitigen Spielfortschritt. Erstellen und Daten speichern. Jupp. Nee, geht nur auf dem Gamepad. Quick Save und so, ne? So. Wunderbar. So, dann kann ich jetzt. So, kann ich jetzt weiter? Ja. Okay, dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat und ihr euch auf das Projekt genauso freut wie ich, ich tue es nämlich derbe, dann hinterlasst mir einen Kommentar. Das würde mich wirklich übelst freuen und ich sage Tschüss und bis dann irgendwann, euer RangeLP. Bye.